Hallo Freunde, hallo Bootcamper. Es ist wieder eine Woche um und wir haben wieder ein neues Training für euch vorbereitet. Das heißt, wir haben heute 5 Übungen und die 5 Übungen machen wir hintereinander ohne Pause. Geil. Wir starten bei 30 Wiederholungen pro Übung, gehen gleich zu der nächsten Übung, zur nächsten, zur nächsten, bis wir die 5 durch haben. Starten direkt wieder bei der ersten Übung und machen 10 weniger. Das heißt, wir haben 30 starten, bei der zweiten Runde machen wir 20, bei der dritten Runde machen wir 10. Wollen wir noch die 10 alle durch haben, haben wir fertig. Eine einzige Übung, das sind die Planks, der Unterarmstütz, wo wir alle 30 Sekunden haben. Also dann gehen wir nicht rückwärts, dann versuchen wir wirklich die 30 Sekunden durchhalten. Viel, viel Spaß, los geht's! Carissimi amici, carissimi bootcamper. Questa settimana abbiamo un allenamento a 5 esercizi. Praticamente ripetiamo questi 5 esercizi per 3 volte e la prima volta abbiamo sempre per esercizio 30 ripetizioni, la seconda volta abbiamo 20 ripetizioni e la terza volta abbiamo 10 ripetizioni. Solo un esercizio che è il plank, lì facciamo sempre 30 secondi. Vi auguro un buon divertimento! Ich zeige euch ganz kurz die Übungen, wie sie funktionieren, die 5, was wir heute machen. Vi mostro velocemente i 5 esercizi che faremo oggi. Allora, il primo esercizio che facciamo è lo tipico squat, che abbiamo fatto anche nei video precedenti. Also, die erste Übung, was wir machen, ist die ganz normale Kniebeuge, was wir schon in den letzten Videos gemacht haben. Wir gehen ein bisschen mehr wie Kniebeugenbreit, schön gerade, schön Oberkörper schön gerade, Schiena dritta, Augen mit immer nach außen, gehen nach unten, als wenn wir uns niedersetzen nach hinten und drücken uns wieder schön nach oben. Wir gehen schön nach unten, zack, und gehen wieder schön nach oben. Die zweite Übung, was wir machen, ist folgende. Wir gehen auf den Boden nieder, haben auch schon in die Videos gemacht, haben wir auch gefahrt in den Videos präzedenti. Wir liegen jetzt auf dem Boden nieder, können uns gerne da erheben und jetzt gehen wir schön nach oben. Und schön, zack, eins. Und zwei. Tensione soprattutto nelle gambe, nella coscia posteriore e nel gluteo. Geil? Und da ist ganz, ganz wichtig, wir spielen uns da richtig schön im Gesäß und in Oberschenkelrückseite. Die nächste Übung, was wir machen, ist jetzt für den Buckel wieder. Dann brauchen wir zwei Stiele dazu. Adesso per questo esercizio ci servono due sedie. Ci teniamo qua und ci portiamo in su. Eins, zwei, drei, vier. Da ist ganz, ganz wichtig, dass wir richtig schön mit dem Buckel arbeiten und mit den Schulterblättern nach hinten unten. Und die allerletzte Übung, was wir machen für die Brust vorne, beziehungsweise Brust, Schulter, Trizeps, ist die Liegestütze in zwei verschiedenen unterschiedlichen Varianten. Die erste ist, oder beziehungsweise drei. Die schwierigste ist ganz die Standardvariante. Wir gehen nach vorne, gehen nach unten, gehen nach oben. Die leichtere ist mit den Füßen nach unten, beziehungsweise mit den Knien auf dem Boden. Wir gehen nach unten, wir gehen nach oben. Oder wir können es auch auf einer Erhöhung machen, wäre es auch ein bisschen leichter. Nach unten, nach oben. Ganz wichtig, bei der Erhöhung soll die Brust richtig schön auf die Kante gehen. Questo esercizio qua è il tipico push-up che abbiamo anche fatto nei video precedenti. O lo facciamo direttamente, facciamo quello originale, andiamo in giù, andiamo in su, o mettiamo le ginocchia sul pavimento, in giù, in su, o lo facciamo su un tavolo o sul divano o anche sulle sedie. Qua è solo importante di portare il petto proprio qua sull'angolo. E l'ultimo esercizio che facciamo è il plank. Die letzte Übung, was wir machen, ist die Unterarmstütz. Und zwar ist folgendes: Wir gehen schön in die Unterarmstütz, heben ins Schien. Ein bisschen fortgeschritten, kann er eventuell noch die Übung machen. Eins, zwei, wieder nach unten, wieder nach oben. Eins, zwei. Wer nicht will, kann einfach gleich so bleiben, 30 Sekunden. Wichtig ist, der Bauchnabel nach innen und unten umspannt lassen. La tensione proprio qua in mezzo. Vi auguro un buon divertimento. Wir starten jetzt direkt mit dem Aufwärmen. Los geht's! E partiamo col Warm-up. Und wir fangen mit dem Aufwärmen. Wir kommen in Bewegung.
ziehen jetzt leichte Arme nach außen und fangen an zu kreisen. So richtig schöne Kreise machen. Gell? Versuch Schulterblätter nach hinten unten. Gell? Portiamo le spalle verso posteriore e li tiriamo un po' in sotto. Gleichmäßig. Und die Arme ungleichmäßig. Gleichmäßig. Und die Arme ungleichmäßig. Giriamo solo un braccio. Poi l'altro braccio. Ponente. Und rückwärts. Senso contrario. Vorwärts. In avanti. Indietro. In avanti. Indietro. Prossimo esercizio. Facciamo il squat. Wir machen die Liege, die Kniebeuge. Relativ breit voneinander. Und jetzt versuchen wir so tief wie möglich zu gehen. Gell? Wir gehen ganz, ganz nach unten. Bleiben jetzt ganz unten. Eins, zwei und wieder nach oben. Wieder nach unten. Eins, zwei, 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 wieder nach oben. Andiamo il più basso possibile. E di nuovo in su. Giù. Eins, zwei, wieder nach oben. Eins, zwei, wieder nach oben. Eins, zwei, wieder nach oben. Wir bleiben in der Position, ziehen jetzt nach außen, bleiben kurz. 5, 4, 3, 2, 1, wieder nach oben. Wir gehen wieder nach unten, voneinander. 1, 2, 3, 4, wieder nach oben. Nächste Übung, was wir machen einen Ausfallschritt. Geil. Das heißt, wir gehen nach vorne, zack, konzentriert, wieder zurück. Versucht Knie so gerade wie möglich, nach vorne und wieder zurück. Nach vorne. Wieder zurück. Nach vorne, wieder zurück. Cercate, provate, che il ginocchio qua resta sempre in linea con la gamba. Non che fa quello che vuole, però resta sempre in linea. Und wieder nach oben. Wieder nach unten, wieder nach oben. Und wechseln. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und 6 und 7 und 8. Jawohl. Nächste Übung, was wir machen, wir gehen in die Kniebeugenposition. Nach unten und außen. Nach unten und außen. Wir greifen jetzt praktisch auf die Zehen außen, gell? Und außen. Unten ci tocchiamo il piede. Facciamo lo squat e ci tocchiamo il piede. Jawohl. Und außen. Nach unten und außen. Nach unten. Und außen. Nach unten 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 und außen. Jawohl. Kurz auslockern. 5 Sprünge. Leichte Sprünge, gell? Und versucht Knie unter Kontrolle zu haben. Gell? Il ginocchio sempre sotto controllo. Gell? Facciamo 5 salti. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 3, 4, 5 und wieder 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 5 Sekunden. 3, 2, 1 und weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder Pause. Kurz auslockern. Ultima volta. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 und 5. Jawohl. Nächste Übung, was wir machen, wir gehen auf den Boden nieder. Fies auf den Boden, Ginocchia, sulla terra. Und jetzt versuchen wir richtig. Wir facciamo lo push-up solo a metà. Wir machen leider die Hälfte vor der Liegestütz. Nach unten, stopp, nach oben. 1. Nach unten. 2. Nach unten. 3. Nach unten. 4. Nach unten. 5. Nach unten. 6.
nach unten. 7, nach unten. 8, nach unten. 9, nach unten. 10. Kurz auslockern, 5 Sekunden. 3, 2, wir gehen wieder in die Position und machen jetzt Folgendes. Wir gehen Omluma, 1 und Omluma, 2, Omluma, 3, Omluma, Hälfte, gell? Hälfte Range of Motion. Solo a metà. Non andiamo in giù completamente, però solo a metà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Kurz rasten, 5 Sekunden. Lo rifacciamo come la prima volta. Wir machen es nochmal wie beim ersten Mal. Wieder her. Però adesso tutta la range of motion. Die ganze range of motion. Nach unten, fast mit der Nase umgehen und da. 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und 10. Jawohl. Kurz auslockern. Nächste Übung, was wir machen. Wir spannen die Schultern nun mit den Armen. Circa 90 Grad, circa 90 Grad. Und bring Spannung in Bucklinie, gell? Tension sulla schiena. Und 1, 2, 3. Jetzt will man etwas zurückziehen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Nächste Übung. Wir legen uns auf den Boden nieder. Folgende Übung. Ellenbogen nach innen, beziehungsweise nach unten, gell? Und jetzt drücken wir uns nach oben. 1, 2, 3, 4. Ci portiamo verso l'alto. 5. Tutta la concentrazione sulla schiena. 6, 7. 8, 9, 10, 11 und 12. Kurz rasten. Und wir machen es noch. 3, 2, 1, wieder nieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Wir probieren es jetzt auch bei den Stielen. Damit wir nachher wieder ein gutes Gefühl haben, dass wir die Übung schon einmal gemacht haben. Wir gehen da her, Schumpen aufwärmen, Füße in den Augen gewinkelt und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Jawohl. Warum sind wir? Auch warum sind wir? Wir starten direkt mit dem Training. Viel Spaß. Wir starten mit dem Training. In 10 Sekunden, partiamo in 10 Sekunde. 9, 8, 7, 6, concentrazione. Incominciamo con lo squat. In die Kniebeugenposition, 30 Stück und los geht's. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10er noch, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die letzte. Jawohl. Ohne Pause. Wir gehen auf den Boden nieder. In die Position. Kann ich gerne noch heben. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Richtet deinen Kalm wieder ein bisschen aus, gell? Wenn ein verrutscht, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Un T30, jawohl, bravo. Mit rein in so. Schön. Liegestützposition und weiter jetzt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 noch, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und in die nächste Übung rein. Zack, schön rein, heben und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 9 hoch, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und hinunter in Plank-Position. Jawohl. Und 30 Sekunden. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Bauchknochen nicht vergessen, gell? 6. Tensione sulle addominali. Wir haben 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, noch 10 Sekunden. 3, 2, 1 und auf, weiter geht's. 20 Kniebeugen. Los geht's. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und die 20. Auf den Boden nieder, in die Position und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 3, 2, 1 e cambio esercizio. Zack, Liegestütz, Position und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nur 10er und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jawohl, umdrehen, Position finden, Stabilität und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jawohl. Und in Unterarmstütz. Und los geht's. Zehn, 15, 20, 25 und gut gemacht. Letzte Runde. Auf, 10 und los geht's.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jawohl. Übung wechseln. Boden nieder. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Und wieder Übung wechseln. Zehn Liegestütz. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Wir rein ins Hoch. 10 Volte. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Und umdrehen. Letzten 30 Sekunden. In die Position. Los geht's. Ultime 30 Sekunden. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 und bravo Leute, gut gemacht. Und wenn euch der Schwitzer rinnt, es ist zwar kurz, aber für mich richtig knackig. Ci vediamo la prossima volta, ti auguro un buon divertimento, ciao ciao.